Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Mangi Drafi und wir sind unterwegs mit dem Progetto 54 auf Live Oaks. Wir sind Top Tier. Das Gefecht ist Stufe 8 und Stufe 7. Jetzt könnte man mit dem Heavy natürlich auf Linie A, B fahren in die Stadt. Aber wie man sieht, da steht auch schon der AMX 1357 der Gegner. Das heißt, man wird da sehr schnell gespottet. Und wenn schon andere Panzer in der richtigen Stellung stehen, könnt ihr einen dann auch schön zur Seite schießen. Deswegen habe ich mir überlegt, ich fahre mit den zwei Mediums auf der K-Linie entlang. Allem mit nur zwei Panzern könnte die Linie auch sehr schnell verrannt werden, selbst ich als Dritter. Wenn hier 4-5 Gegner kommen, wird es schon haarig. Obwohl, wenn hier noch ein Heavy kommt, doch mehr Respekt macht, als wie wenn hier nur zwei Medium stehen würden. So, da ja gerade keiner wirklich drüber piekt, habe ich mir überlegt, auch wenn ich jetzt aufgehe, dass ich hier noch rüber fahre. Jetzt müssten sie auf alle Fälle weit rum, um mich zu treffen. So, der T20, der macht einen anderen T20 auf. Und einen T29. Weit noch hoch. Ach so. Noch ein kritischer Treffer. Die Kette getroffen. Zweites nochmal die Kette gezogen. Und mit dem dritten Schuss nehmen wir den auch sehr raus. Steht auch schon 3-0. Warten, dass mindestens der zweite geladen ist, damit das nicht lange nachladen tut. So, der Arti hat versucht auf mich zu schießen. Und noch waren auch nicht die drei TDs offen. So, ich war jetzt rumgefahren. Jetzt hat der T29 ein Problem. Die zwei Mediums auf der einen Seite, ich auf der anderen Seite. Jetzt muss er sich entscheiden, wo er es hinschießen möchte. So, der Schuss trifft. Und mit dem zweiten Schuss können wir rausnehmen. 5-1. Crusader SP hat mich getroffen. Die kann nicht weit weg stehen. Weil also die hat keine große Reichweite. So, da steht der G2 SP. Genau vor ihm mit Dreck geschossen. Da im zweiten Schuss noch die Kette wahrscheinlich. Deswegen gehen wir noch im dritten. So, Super Hellcat ist auch aufgegangen. Fehlt noch der EKV 90B. Und jetzt kommt er langsam hinterher noch der T28 HTC. Der ist auch frontal sehr gut gepanzert. Deswegen ist er auch so langsam. Könnte also frontal bestimmt den einen oder anderen Schuss von den Shito bouncen. So, jetzt
7:6. Jetzt wird es nochmal etwas enger. Aber wir sind immer noch gute 3000 HP vorne. Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt von der linken Seite der Bahnschiene ein bisschen weiter vorfahre. Da kann mich der Shito nicht treffen. Und wenn ich Glück habe, kriege ich vielleicht noch die Super Hellcat auf. So, ich bin jetzt aber offen. Und da steht die Super Hellcat. Und der IKV. Und ich stehe jetzt alle drei hier hinten. Super Hellcat ist raus. Shito SP ist raus. So, jetzt ist noch der IKV da ins Spiel. Also das Munitionslager wieder repariert. Was er mir gezogen hat. Dafür nehmen wir ihn jetzt raus. Fünfter Kill. Jetzt habe ich schon der Arti getroffen. Und jetzt sind sie auch beide raus. Wir gewinnen am Ende 15:6. Und dann gucken wir uns noch das Gefechtsergebnis an. So, und das war die Runde mit dem Progetto CC55 Mod 54 auf Live Oaks. Es war ein Überlegensabzeichen zweiter Klasse, Duelland, Kämpfermedaille und Wirkungsfeuer. Mit 2610 Schaden haben wir den zweitmeisten Schaden gemacht. 5 Kills, 1043 Basiserfahrung. Wir haben 14 Mal geschossen, 12 Mal getroffen, 10 Mal penetriert. Und in den 6 Minuten und 2 Sekunden haben wir 69.730 Grad Plus gemacht. Wenn euch diese Runde gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Über einen Kommentar würde ich mich auch freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Gefecht.